Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo unseres letzten Toyota MR2 Turbo Projekts. Wir hatten euch ja bei Instagram gefragt, ob ihr mehr darüber wissen wollt, und die Antwort war ja. Deswegen wollen wir euch einen kurzen Überblick geben, was bei dem Fahrzeug jetzt passiert ist und was wir in Zukunft noch erwarten. Der Motor des MR2 SW20, in dem Fall ein 3S GTE, wurde komplett revidiert. Das heißt, er hat neue Kolben bekommen, er hat neue Pleuel bekommen, er hat einen überarbeiteten Ventiltrieb bekommen, der Zylinderkopf wurde einmal abgedrückt, Ventile neu eingeschliffen und so weiter und so fort. Also einmal eine komplette Überholung mit natürlich logischerweise gleich schon ein paar verstärkten Komponenten, zum Beispiel AAP-Bolzen, zum Beispiel vernünftige Lagerschalen, ich glaube in dem Fall von ACL, so dass das alles auch schon dann für eine erhöhte Leistung standfest gemacht wurde. Der Kunde hat sich hier für einen GTX 2867R Supercore entschieden. Der wurde kombiniert mit einem Abgasgehäuse von der Firma Racer X Fabrication aus den USA. Hat den großen Vorteil, dass der originale Krümmer noch beibehalten werden kann. Das heißt, wir wollen mal schauen, wie weit man hier mit dem Serienkrümmer kommt, und sollte es da zu Restriktionen kommen bei der Abstimmung, kann man später immer noch auf einen größeren Krümmer gehen. Aber im Prinzip bleibt so erstmal die originale Optik erhalten, und es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, also wie gesagt, GTX 2867R Generation 2, also ein richtig guter Lader, der auch schon ordentlich Leistung kann, verglichen zumindest mit dem originalen CT-Lader. Ganz klar, das sind Welten, beziehungsweise da liegen einfach mal 30 Jahre Entwicklung dazwischen. Also was das Ansprechverhalten angeht und auch die Leistungsentfaltung im hohen Drehzahlbereich, sind wir hier auf einem ganz anderen Level. Und wir sind sehr gespannt, was dieser Turbolader hier mit dem 2 Liter Vierzylinder machen kann. Ja, das Ganze wurde dann nochmal kombiniert mit einem neuen Ladeluftsystem in 70 mm. Ladeluftkühler sitzt hier in dem Fall an der Originalposition, ist allerdings natürlich auch ein vergrößerter, ausgestattet noch mit einem zusätzlichen Lüfter, der über das Link G4 Plus Steuergerät angesteuert werden kann, wenn die Ansauglufttemperatur einen bestimmten Schwellwert überschreitet. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Anströmung über den Seitenkasten, sondern wir haben auch zusätzlich noch die Möglichkeit, zum Beispiel im Stau oder bei langsamer Fahrt zusätzlich den Lüfter runterzukühlen. Es ist hier noch einiges mehr in der Elektronik passiert. Der Kunde hat sich eine Abgastemperaturüberwachung gewünscht. Und zwar nicht nur so, wie man es klassisch kennt, als Kontrolle. Hier in dem Fall wollte der Kunde gerne jeden einzelnen Zylinder und jeden einzelnen Verbrennungsvorgang. So, das heißt, wir haben hier den originalen Krümmer mit 4 EGT-Sorten ausgestattet, die wiederum über ein KMS-EGT-CAN-System an die Link angebunden sind. Das heißt, hier brauchte ich dann keine separaten Eingänge an der Link, sondern es läuft alles über CAN-Bus, und zwar parallel zu dem auch vorhandenen KMS Wideband Lambda Controller. Der große Vorteil, wenn man diese Dinge über CAN-Bus anschließt: zum einen spart man natürlich, wie gesagt, eine Menge Verkabelung zum Steuergerät, denn ich brauche zum Beispiel für die 4 EGT-Sonden und für den Lambda-Controller zusammen im Prinzip nur 2 Signalkabel, nämlich CAN-High, CAN-Low, und habe dann meinen Anschluss fertig. Sonst müsste ich ja zu jedem einzelnen Sensor separate Kabel ziehen, das heißt mindestens ein Signalkabel, macht also die Verkabelung deutlich einfacher. Ich spare im Steuergerät Eingänge, denn irgendwann hat man so viel Sensorik verbaut, dass einfach keine Eingänge mehr frei sind, obwohl man die Link ja aufrüsten kann über Extension Harness und so weiter und so fort, aber auch da sind irgendwann Grenzen. Und bei 4 EGTs und einer Breitbandlambda-Sonde und wie in diesem Fall hier noch zusätzlich 2 Öldrucksensoren, der Kunde hatte nämlich den Wunsch, gerne auch den Öldruck im Kopf zu messen und am Block, das heißt, wir haben hier zweimal Öldruck und logischerweise auch Öltemperatur, und dann kommt noch ein Benzindrucksensor dazu. Also schon eine ganze Menge an Elektronik,
die hier verbaut wurde, zur Überwachung und zur Kontrolle und auch natürlich zur optimalen Einstellung bzw. zum Tuning der Software bzw. des Kennfelds. Also das ist schon richtig cool, was hier gemacht wurde. Und ich denke, das ist schon so ziemlich das Maximum dessen, was man so an Überwachung bei einem auch im Alltag bewegten Fahrzeug verbauen muss oder verbauen sollte. Ist vielleicht sogar schon fast ein bisschen viel, zumindest diese vier EGTs. Aber ist natürlich cool, wenn man es hat, denn so kann man nachher bei der Abstimmung oder auch später noch, wenn man zum Beispiel kontrollieren möchte, ja, wie ist denn mein Gemisch? Ja, das Gemisch wird ja immer nur im Abgasrohr zusammen, besser gesagt, gemessen. Das heißt, ich kann nicht sehen, wie die einzelnen Verbrennungsvorgänge ablaufen, und da hilft dann manchmal noch ein Blick auf die EGT. So kann man zum Beispiel feststellen, hat jetzt Zylinder 3 eine höhere oder eine niedrigere Temperatur als zum Beispiel Zylinder 4, und daraus lässt sich dann ableiten, ob beispielsweise der Zylinder nicht genug Kraftstoff bekommt. Da würde sich dann anbieten, über das Linkssteuergerät ein Zylindertrim zu machen. Das heißt, wenn ich weiß, wie welcher Zylinder läuft, dann kann ich auch jeden einzelnen Zylinder noch individuell trimmen. Das geht ohne diese Messmöglichkeit natürlich logischerweise nicht, weil ich dann nicht weiß, welcher Zylinder jetzt der magere und welcher der fette ist, weil ich ja nur den kombinierten Messwert bekomme über die Lambda-Sonde. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, an jedem einzelnen Zylinder irgendwas zu messen, sei es jetzt EGT oder natürlich im, ich sag mal, ganz optimalen Fall, wenn ich es also richtig auf die Spitze treiben möchte, dann baue ich noch zusätzlich in jeden Zylinder einen Breitbandcontroller ein. Dann habe ich es 100%ig, aber so über die EGT kriegt man zumindest schon mal ein Gefühl dafür, laufen eigentlich meine Zylinder alle um und bei gleich. Ich sag mal so plus, minus ein paar Grad, ist ganz klar. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel einer richtig ausreißt, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass zum Beispiel der Abgaskrümmer ein Problem hat, dass der also irgendwo auf einem Zylinder einen zu hohen Gegendruck produziert. Da müsste man sich über einen neuen Krümmer Gedanken machen. Oder aber auch zum Beispiel, dass eine Einspritzdüse ein Problem hat. Oder dass die Kraftstoffzuführung zu dieser Einspritzdüse, also sprich die Fuel Rail, vielleicht irgendwo ein Thema hat. Also das ist schon nicht schlecht. So kann man Probleme schon im Vorfeld gut erkennen, die man sonst wahrscheinlich schwer bis gar nicht diagnostizieren könnte. Was haben wir hier noch? Achso, wir haben noch eine Wasserbeta-0-Einspritzung. Ja, die gibt es hier auch noch. Das ist ein System von, müsste ich jetzt überlegen, ich glaube sogar Snow Performance, müsste ich aber nochmal nachschauen. Definitiv ist es hier so, dass auch das Wassermethanol-System komplett über die Link gesteuert wird. Das heißt, das Link-Steuergerät sagt, pass auf, Abgastemperatur zum Beispiel geht zu hoch, benutze jetzt die Wassermethanol-Einspritzung zur Kühlung, also zur Reduzierung der Verbrennungstemperatur, um den Kopf ein bisschen abzukühlen. Das, was man normalerweise auch über Kraftstoff noch machen kann, also über zusätzlichen Kraftstoff, wo man den Wagen fetter laufen lässt, das kann man natürlich jetzt hier auch nochmal in erster Instanz versuchen über die Wassermethanol-Einspritzung. Natürlich benutzt man sie im Wesentlichen dazu, um die Ansauglufttemperatur zu reduzieren. Das heißt, da sind auch Schwerwerte hinterlegt. Ab einer bestimmten Ansauglufttemperatur soll er dann diese Einspritzung aktivieren. Was hier auch sehr interessant ist bei diesem Motor, jetzt unabhängig von den leistungssteigenden Maßnahmen und der ganzen Sensorik, das ist der Umbau auf eine Einzelzündung. Das heißt, normalerweise hat dieser Motor hier noch, also Gen 2, Gen 3, eine Verteilerzündung, so wie man das ursprünglich kennt, Verteilerfinger und Verteilerkappe mit Zündkabeln. Und das haben wir jetzt umgebaut auf Einzelzündung mit 1ZZ-Spulen. Damit habe ich hier ein Direct Spark Zündsystem. So, damit habe ich natürlich den ganz großen Vorteil, gerade wenn hier erhöhter Ladedruck gefahren wird, was ja dann logischerweise bei dem Turbolader passieren soll, habe ich natürlich viel mehr Zündenergie, weil ich jetzt für jede Zündkerze ein separates Zündmodul bzw. eine separate Zündspule habe, die dann auch dediziert vom Steuergerät angesprochen werden kann. Um das zu realisieren, ist dann auch gleich noch das Triggersystem mit rausgeflogen. Das heißt, wir haben hier jetzt statt des originalen Triggers, den man tatsächlich auch weiterverwenden kann, auch beim Umbau auf Einzelzündspulen, ist es also durchaus möglich, das originale Triggersystem hier verbaut zu lassen. Aber der Kunde hat gesagt, wenn wir da schon beigehen, wenn wir das alles rausnehmen, dann bitte einmal richtig.
Und insofern ist da jetzt auch gleich noch ein neuer Trigger für die Kurbelwelle und für die Nockenwelle eingebaut worden. Normalerweise gibt es keinen Kurbelwellensensor, sondern es gibt nur einen Nockenwellensensor. Das Signal wird dann sozusagen rechnerisch verdoppelt. Das funktioniert gut. Das machen zum Beispiel auch die Nissans, also die Skyline RB-Motoren. Genau über das gleiche Prinzip, über diesen sogenannten Kass-Sensor, wenn ihr das vielleicht schon mal im Zusammenhang mit einem RB- bzw. Skyline-Motor gehört habt. Da sitzt tatsächlich nur ein Sensor an der Nockenwelle und man geht halt davon aus, dass zwei Nockenwellenumdrehungen quasi eine Kurbelwelleumdrehung sind. Ja, das kann das Steuergerät dann einfach ausrechnen und simuliert dann sozusagen dieses Kurbelwellensignal. Aber natürlich ist es deutlich präziser und auch sicherer, wenn das Kurbelwellensignal tatsächlich richtig abgenommen wird. Ja? Und dazu ist hier, wie gesagt, so ein sogenannter Crank-Trigger nachgerüstet worden. Beide Sensoren sind jetzt Hall-Sensoren, die auch von der Reaktionszeit her deutlich besser sind als die originalen magnetischen Sensoren. Und ja, dieses Trägersystem kommt auch von Racer X. Hat tatsächlich sehr gut gepasst, waren wir hochzufrieden. Was schwierig war, der Einbau des Einzelzündspulensystems in Kombination mit der originalen Ansaugbrücke. Leider haben wir erst zu spät erfahren, dass offensichtlich niemand, der so eine Einzelzündung fährt, noch die originale Ansaugbrücke weiterverwendet. Es gibt auch auf der Seite des Herstellers kein einziges Bild und auch keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie möglich ist. Wir haben es aber tatsächlich geschafft. Dazu musste der komplette Aufbau ab sozusagen Ausgang Ansaugbrücke komplett neu konstruiert und neu gebaut werden. Da mussten auch etliche Teile neu gedreht werden, damit das alles irgendwie passt. Ich schneide das hier mal rein, damit ihr seht, was ich meine. Das war schon echt richtig krasser Aufwand, aber es hat funktioniert. Neuer Gaszug musste konstruiert werden und es war an einigen Stellen schon sehr, sehr eng. Aber ich sag mal, so wie es jetzt aussieht, so wie es jetzt zusammengebaut ist, bin ich damit extrem zufrieden. Es fährt sich super, es klappert nichts, es sitzt alles und wir werden jetzt auf dem Prüfstand sehen, was es nachher an Leistung generiert. Die Rohre werden wahrscheinlich später nochmal schwarz gepulvert und dann sieht das Ganze auch richtig cool und richtig geil aus und ich glaube, das ist so wahrscheinlich weltweit mit der erste und einzige Umbau originale Ansaugbrücke mit diesem Einzelzündspulenteil. Ja, mal gucken, vielleicht habt ihr noch andere Ideen, vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwo andere Umsetzungen, andere Fotos, andere Videos gesehen, wo jemand die originale Ansaugbrücke weiterverwendet hat mit so einer Einzelzündung. Mir ist tatsächlich bei meiner Recherche leider nichts über den Weg gelaufen, sonst hätte ich es gerne abgeguckt. Wie hat es denn jemand anders gemacht, so dass man eine Idee kriegt, wie das Ganze gelöst wurde. Ich bin da auf keine Quelle gestoßen, deswegen mussten wir selber was erfinden, aber vielleicht habt ihr ja schon mal irgendwo gesehen, dass das jemand gemacht hat. Dann, glaube ich, haben wir erstmal so im Großen und Ganzen die Projektvorstellung. Der nächste Step ist jetzt, dass der Kunde den Motor einfährt. Dazu haben wir jetzt eine Einfahrmap draufgespielt. Die hat also verschiedene Limiter drin, Drehzahlbegrenzer, Ladedruckbegrenzer und so weiter, damit man den Motor nicht versehentlich gleich auf den ersten Kilometern schrottet. Hier ist spezielles Einlauföl drin, Miller Competition Running In Oil. Damit muss man so ungefähr 700, 800 Kilometer fahren. Wir sagen immer, mach 1000, dann bist du auf der sicheren Seite. Und dann kommt einmal frisches Öl rein und dann geht's auf den Dyno. Und dann wird der Wagen einmal auf maximale Leistung abgestimmt. Also das, was quasi düsenmäßig, spritpumpenmäßig und natürlich auch seitens Turbolader, Zylinderkopfflow und so weiter möglich ist. Und wir sind sehr gespannt, was bei rauskommt. Die ersten Schätzungen lagen so bei 350 bis 400. Und ja, mal gucken. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.